Fuck. Leute, was fuck für eine Performance von Abusmagomedov. Ich habe mich zurückgehalten vorher bei dem Kampf, weil ich nicht demotivierend sein sollte. Aber unglaublich, wie er am Anfang gestartet ist. Und ich habe mir angeguckt, wie Kampfgeist MMA den ganzen Kampf supportet hat. Und ich fand es Hammer. Ich fand es unheimlich interessant. Ich war wirklich dann geflasht. Ich habe mich gefragt, was wird jetzt kommen? Und dann so eine fucking starke erste Runde. Explosiver, absolut. Also ich dachte auch, es war knapp, wo ich gesagt habe, vielleicht knockt Magomedov Strickland aus. Und wahnsinnig, nicht nur, dass er im Stand dominiert hat. Er hat auch dann angefangen, dass er den Takedown sich geholt hat. Wie hoch war die Takedown-Defense von Strickland? 85%. Trotzdem den Takedown geholt. Und dann in der zweiten Runde leider nachgelassen. Und das ist der Hauptgrund, warum ich das geglaubt habe, dass das schwierig ist. Und ich weiß nicht, woran das liegt in Deutschland. Ich will jetzt nicht sagen, dass die in anderen Staaten, dass die vielleicht irgendwelche anderen Mittel haben etc. Aber ich habe das erste Mal gehört von Nasrat Haqparast. Und er hat gesagt, dass er Deutschland verlassen hat. Und das aus einem Grund, weil man in anderen Ländern anders trainiert. Und er hat gesagt, er kann sich das nicht erklären. Aber er sagte, wenn ihr euch anguckt, beispielsweise in Kanada, wie viele UFC-Stars da sind etc. Und er hat das angesprochen mit der Kondition, dass die Leute dort höhere Performance über längere Zeit bringen können. Und das ist hier das, wo ich mich dann gefragt habe nach der ersten Runde. Ich habe mich geschämt und ich habe überlegt, wie ich euch beibringe, dass ich denken konnte daran, dass das schiefgegangen ist. Und auch jetzt, das ist eine Sache, die ich traurig fand, weil ich absolut auf der deutschen Seite, ich hätte mich unglaublich gefreut, wenn er gewinnt und wenn man da quasi aus Deutschland Stimmung machen kann. Aber hier nochmal, ich glaube, es gibt nichts, wo man sich hier schämen muss. Es ist aber so, Strickland und auch die letzten Kämpfe, die ich gesehen habe, der hat ja mit seinem durchgehenden Pace die Art und Weise, wie viel und wie lange er arbeiten kann, ist beeindruckend. Die Art und Weise auch dann, wie sein gerader Stil, sein Boxen dann gegen, also wie er die Kicks nehmen konnte von Magomedov, ebenfalls beeindruckend. Aber ein Wahnsinnskampf. Und ich bin gespannt. Ich glaube auch, dass hier vielleicht dann mit etwas Anlauf, dass man mit etwas Training, auch jetzt gerade, ihr wart das Main Event im ersten Kampf, also dass sich da noch was reißen kann. Das war ja die Wette, die aufgestellt wurde von Pereira, der gesagt hat, 100.000 Euro, ich wette auf Strickland. Ich weiß nicht, ob das jetzt bezahlt wird, aber nochmal, nach dem Sieg mit Dustin Stolzfuß etc. war ich begeistert von Abus. Nichtsdestotrotz ist es halt so, dass ich glaube, dass man da, und ich weiß nochmal nicht, woran das liegt. Ich habe keine Ahnung, warum wir da international nicht mithalten können, was Konditionen angeht. Aber ich kann mir nicht vorstellen, also glaubt ihr, dass es rein sportlich, glaube ich nicht. Also, dass das reines Training ist. Das war schon ein Hammer Kampf, unglaublich, wie explosiv Abus auch ist. Interessanter Kampf.